Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe. Gehört also nicht zu meinem Adventskalender, aber aus gegebenen Anlass habe ich heute Maxine da. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen, erzählen, was du machst? Ja, gerne. Erstmal hallo Julia, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ich bin Maxine Schiffmann von Career Catalyst und zusammen mit meiner Geschäftspartnerin unterstützen wir vor allem Frauen dabei, ihren eigenen beruflichen Weg zu finden und das zu machen, was wirklich zu ihnen passt beruflich. Weil so viele sind in Jobs, die überhaupt nicht zu ihnen passen, wo sie super unglücklich sind. Und wir sind der Meinung, das muss nicht sein. Es geht so viel mehr, wir dürfen uns mehr erlauben und ein schönes, glückliches Arbeitsleben auch zu führen. Und dabei unterstützen wir Menschen. Ich habe das in letzter Zeit wirklich vermehrt gehört von Mamas hier, die gesagt haben, sie sind entweder unglücklich in ihrem Job, wollen was anderes machen oder haben gemerkt, durch die Kinder passt die alte Jobsituation einfach nicht mehr dazu und suchen jetzt nach Alternativen. Und ich wollte euch erzählen, wie Maxine und ich uns kennengelernt haben. Das war letzten Sommer. Und ich war ja auch in dieser Situation, dass ich gesagt habe, mein alter Job, der passt nicht mehr zu mir. Ich habe mich als Person verändert, aber er passt auch nicht mehr zu meinem Leben mit den Kindern. Ich war viel zu unflexibel. Mein gesamter Urlaub ging eigentlich nur dafür drauf, um die Schließzeiten vom Kindergarten abzudecken. Ständig warst du halt zu Hause, weil die Kinder krank waren oder du selbst. Das passte einfach nicht mehr. Und ich habe nach Alternativen gesucht und bin dann zufällig auf Facebook auf die Challenge von Career Catalyst gestoßen damals. War das im Mai, glaube ich, oder im Juni? Ja, genau. Genau. Und habe da mitgemacht und habe mich da wirklich reingehangen. Ich habe wirklich jede Aufgabe mitgemacht und hatte dann das große Glück, dass ich dann ein Coaching gewonnen habe. Und das habe ich dann mit Maxine gemacht. Wir haben halt darüber gesprochen, was ich denn jetzt für Möglichkeiten habe, was ich denn gerne von dem neuen Job möchte. Und nur durch Maxine bin ich jetzt eigentlich da, wo ich jetzt bin. Ohne Maxine wäre ich jetzt nicht hier. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. An dieser Stelle nochmal danke, 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 danke. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Hätte ich euch nicht kennengelernt, hätten wir da nicht zusammengearbeitet, säße ich jetzt nicht hier und würde das beruflich machen, was ich mache. Und wir wollen euch so ein bisschen so den letzten Pusher geben, wenn ihr nicht genau wisst, okay, ich weiß, ich bin unzufrieden mit der Jobsituation, aber wie gehe ich denn da jetzt ran? Was ist denn jetzt mein erster Schritt in die neue Richtung? Und da hat Maxine vielleicht den einen oder anderen Tipp für euch. Genau, also was der größte Fehler, den viele Menschen machen, die sagen, hey, ich bin unglücklich im Job und gehen direkt ins Außen. Das heißt, die gucken direkt, okay, was für ein Job könnte denn noch passen? Und meistens gehen wir dann auf eine Stellenbörse, Monster oder Indeed und gucken nach Jobs, die ähnlich sind zu dem, was wir schon haben. Weil wir in diesem Mindset sind, ich habe halt ein bestimmtes Profil und damit kann ich nur bestimmte Dinge machen. Und das ist der falsche Weg, weil dann gehst du direkt ins Außen und guckst gar nicht, hey, was passt denn überhaupt zu dir? Du musst erstmal diese Klarheit haben. Wer bist du? Was willst du? Was kannst du? Wie möchtest du leben und arbeiten? Und danach kannst du im Außen gucken, okay, welcher Job passt denn jetzt wirklich zu dir? Und da nehmen wir unsere Klienten immer mit eine Reise, die von innen nach außen geht sozusagen. Und mit dieser Challenge, die wir damals gemacht haben, die wir jetzt diese Woche wieder starten, beginnen wir wirklich im Inneren und gucken, okay, was sind so deine Werte? Und Werte sind sowas wie so ein Kompass. Also was ist dir wirklich wichtig? Was sind so die großen Säulen, auf die dein Leben aufgebaut sind, die dir einfach unglaublich wichtig und essentiell sind? Was sind deine Stärken auch, dass wir die anfangen aufzudecken? Weil Stärken, das ist dein Potenzial. Das ist das, was du richtig gut kannst. Und was ich so toll finde, Stärken sind nicht nur Dinge, die du gut kannst, sondern es sind auch Dinge, die uns stärken. Das heißt, wir wollen einen Job haben, wo wir Dinge täglich tun, die uns stärken, wo wir in unserer Kraft, in unserer Energie sind. Und das gilt es halt aufzudecken, da Klarheit zu gewinnen und danach auch abzuleiten, hey, okay, was sind jetzt konkrete Möglichkeiten im Außen dann für mich? Und das haben wir damals mit dir auch gemacht, Julia, nicht? Und du warst super, du hast so gut mitgemacht. Es war so eine Freude, dich dabei zu haben. Und es hat mich gerade so berührt, so schön gewesen. Und wir freuen uns darauf, jetzt noch die nächste Runde zu starten mit der Finde Deinen Weg Challenge. Und genau diesen Prozess anzufangen, nach innen zu gucken, dich mit dir zu verbinden und zu gucken, was steckt denn in dir, was außen gelebt werden möchte. Genau, ich habe erst geguckt, was sind meine Stärken, was kann ich gut, welcher Job würde dazu passen und was passt denn zu meinen Werten. Also meine Familie stand ja an erster Stelle und da dann zu schauen, was damit einfach vereinbar ist. Und das war so eine unglaubliche Reise und ich hatte so viel Erkenntnis über mich selbst, aber auch wirklich über den Job, den ich mal machen möchte. Weil wir denken immer in völlig falschen
Wir denken immer, okay, ich habe die Ausbildung gemacht, also mache ich jetzt den Job und ich muss das verdienen. Und aber einfach mal auch raus aus diesem Konstrukt erstmal und wirklich bei sich selbst anfangen. Genau, das hat mir unglaublich weitergeholfen, auch für meine persönliche Entwicklung. Und genau, und wir machen dieses Interview, um euch einzuladen, an dieser neuen Challenge teilzunehmen, diese Chance wahrzunehmen, die ich damals genutzt habe und was riesig Großes daraus für mich gewonnen habe, auch diese Challenge mitzumachen und für euch euren neuen Weg zu finden. Magst du nochmal erzählen, wann es losgeht und wie das Ganze abläuft? Ja, gerne. Also wir starten diese Woche Donnerstag. Das ist eine Live-Challenge auf Facebook. Das heißt, die findet in der Gruppe statt, wo wir einen geschützten, schönen Raum haben mit einer tollen Community, wo wir am Donnerstag, Samstag, Sonntag und dann am folgenden Montag jeweils Videos haben mit tollen Übungen, mit Input, der dich weiterbringen kann, wo du aktiv mitmachen kannst. Du kannst auch dann posten, du kannst richtig aktiv mitmachen. Es geht darum, aktiv zu werden, wie gesagt, und nicht nur irgendwie darüber nachzudenken, sondern Dinge aufzudecken. Mit unserer Hilfe zu den verschiedenen Stärken, Werte, Stärken und dann die Ableitung mit uns zu machen. Und wir haben auch noch so, so einen Aktivteil dabei, da geht es um Sport. Also oft, wenn wir Persönlichkeitsentwicklung betreiben, sind wir auch sehr stark in unserem Kopf, beziehungsweise so nur in unserem Körper. Wir nutzen unseren äußeren Körper nicht. Und wir haben uns meinen Personal Trainer Henry dazu geholt und verbinden dann Sport, also Fitness, mit der Persönlichkeits- und Karrierefindung und machen da ein großes Video am Sonntag. Das ist sozusagen ein kleines Highlight. Und darauf freue ich mich besonders. Genau, am Donnerstag geht's los, von Donnerstag bis Montag. Genau, also wir verlinken euch das unten in der Infobox. Da könnt ihr euch dann anmelden und ich würde es euch wirklich wärmstens empfehlen, wenn ihr noch so in diesem seid. Okay, ich bin gerade noch in Elternzeit, ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll. Eigentlich möchte ich nicht in meinen Job zurück, aber was habe ich für Alternativen? Oder wenn ihr auch in einem Job steckt und sagt, nee, eigentlich passt das für mich nicht mehr so, dann nehmt bitte unbedingt teil. Ich kann es euch nur empfehlen, es wird euch wahnsinnig weiterbringen und ihr lernt super tolle Leute kennen. Also ich habe jetzt noch Kontakt zu Leuten, die ich damals in der Challenge kennengelernt habe und wir begleiten uns gegenseitig weiterhin auf diesem Weg. Also ja, ich kann nicht mehr sagen, als euch das wirklich sehr zu empfehlen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Wenn du magst, kannst du jetzt gerne noch was Abschließendes sagen. Ja, gerne. Ja, da erstmal danke, Julia, für deine tollen Worte. Es ist so schön zu hören, weil ich auch merke, also bei mir war das auch so ein Riesenschmerzpunkt, so dieses, was will ich mit meinem Leben machen? Und wir haben von unseren Eltern, von unserer Gesellschaft, haben wir so einen Weg vorgegeben oft, so dieses, so sollte das aussehen. Und wenn es aber dann nicht zu uns passt, ist es einfach so ein riesiger Trauerpunkt und es muss aber nicht so sein. Und jetzt hast du die Chance, jetzt nochmal einen neuen Anfang zu wagen, einen neuen Weg zu gehen. Vielleicht ist es auch nur eine kleine Umschwenkung, vielleicht eine komplette 180-Grad-Wendung. Aber die ist so schön, die macht so Spaß, weil die dein Leben in eine positive Richtung bringt, die einfach wirklich zu dir passt. Und da sagen wir, du darfst wirklich mehr wollen. Und da unterstützen wir dich gerne dabei. Ich hoffe, du bist bei der Challenge mit dabei. Ich hoffe, Julia, ich sehe dich auch wieder bei der Challenge. Na klar, gerne. Und dann sehen wir uns bald. Genau, es ist einfach, das möchte ich nochmal verdeutlichen, wenn ihr wirklich dann in einem Job arbeitet, der eure Werte vertritt, der zu euch passt, das ist ein so anderes Lebensgefühl, als wenn man von Montag bis Freitag in einem Job arbeitet, der einem so semi-gut gefällt, wo montags Kacke sind, wo man sich schon Donnerstag aufs Wochenende freut, das muss einfach nicht sein. Wenn ihr in einem Job arbeitet, der euch wirklich zu 100% gefällt, dann liebt ihr Montage. Und ihr seid einfach gerne jeden Tag an eurem Arbeitsplatz und macht das, was euch gefällt, weil es einfach mit euren Werten stimmt, mit eurer Familiensituation besser kompatibel ist. Ja, ich kann das nur jedem empfehlen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen ganz viele von euch bei der Challenge ab Donnerstag. Den Link, wie gesagt, findet ihr unten in der Infobox. Und bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Bis dann. Tschüss.